Und damit hätten wir Herz Nummer 2 und noch einen neuen Lebensstein. Herz des Auserwählten. Ich will mal der sagen. Und dann können wir auch schon zurück, was wir jetzt machen werden. Zwei erledigt, zwei übrig. Vielleicht schaffst du es ja tatsächlich zum Turm. Was macht er? Zurück, Reiter. Du hättest anklopfen können, aber ich schätze, das ist nicht deine Art, oder? Warum bist du hier? Dumme Frage, denn du bist der, der in mein Haus eingedrungen ist. Du warst nicht immer der schwarze Hammer. Du hast dich ins Exil zurückgezogen, ein Eremit zwischen Grabsteinen. Warum? Welche Rolle hast du bei all dem gespielt, Ultan? Reiter! Ich habe etwas für dich. Ein gutes Stück Arbeit, aber ein bisschen zu niedlich für mich. Passt besser zu dir. Was ist das? Ja, meine Pistole. Du hast meine Frage nicht beantwortet, Alter. Vielleicht mag ich ja die Umgebung, na und? Du wolltest meine Hilfe und ich habe sie dir gewährt. Wenn du weiterhin so undankbar bist, werde ich irgendwann sauer. Sehe ich aus, als hätte ich Angst vor dem Tod, Junge? Es ist nicht der Tod, den du fürchten solltest. Sondern den Krieg. Mich nämlich, nicht meinen Bruder. Fürchte meinen Bruder. Gnade, eine wunderschön gearbeitete Pistole. Ja. Dann, 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 dann. Oh. Wieso sind denn die Frames so weit unten hier? Oh, ich glaube, ich gehe wieder weg. Ah, jetzt geht's hier. Dann, 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 dann. Unendlich Schuss natürlich. Ja, wir sind in Ultans Haus und ich glaube, wir hauen hier jetzt mal ab. Wenn wir den noch weiter nerven, dann... Ladevorgang schon wieder. So, jetzt... Jetzt der Auserwählten haben wir hier liegen. Das legen wir uns jetzt erstmal auf die 3, damit wir da auch besser dran kommen. Und jetzt würde ich gerne zu dem Herrn Wulgrim. So, fertig geladen jetzt. Hambossflut. Ja, hier sind wahrscheinlich auch noch einige Kisten. Ich glaube, die kann ich hier nicht sehen. Nee. Hallo? Hallo? Okay. Kann ich irgendwas machen? Vielleicht geht's mit... Kann ich mich nicht verwandeln mit V? Jetzt auch nicht die Chaosform annehmen. Ich kann gar nichts. Oh, cool. Ich falle ins Nichts. Datei, Spiel speichern. Hier. Und dann Datei, Spiel laden. Das hier. Mal gucken, ob wir jetzt wieder aus dem Boden raus sind. Ja. Schön. Gehen wir um die Stelle rum. Und dann gehen wir mal weiter hier raus. Denn wir müssen jetzt zurück zu
Samael, da müssen wir dann sowieso zurückkommen. Schon wieder ein Ladevorgang. Mein Gott. Und hier ist er auch schon. Aber erstmal geht's jetzt shoppen. Hallo. Artefakte eintauschen. 8400. Ja, ich kann mir endlich die Heimsuchung kaufen. Das ist gut. Ich kann ja auch gleich einmal upgraden. Jetzt natürlich nicht mehr viel übrig. Erdbrecher. Der ist eigentlich noch gut, den nehmen wir mit. Linke Alt-Taste. Zack. Das ist cool. Ich habe mit dir gehandelt. Habe ich das schon wieder nicht aktiviert? Ich habe das doch... Ich bin noch da gewesen und... Hallo? Ach Gottchen. Naja. Müssen wir wieder ein Stück hinlaufen gleich. Erstmal durch das Schlangenloch zurück. Die Heimsuchung zeige ich euch gleich bei Gegnern. Ich sollte die vielleicht ausrüsten. Sonst bringt es nicht viel. Die mache ich mal da unten hin. Dann ist das die 4. Oh, guck mal, wir haben 3 Seelen. Wuhu. 3 ganze Seelen. Im nächsten Haufen von Gegner kommen, zeige ich euch das. Och, und ich muss schon wieder durch das Haus. Sei gegrüßt. Ich bin gegrüßt. Ich bin gegrüßt, ich fühle mich gegrüßt. Na egal. Ach, mein Gott. Hallöchen, Zombies. Ich probiere das jetzt nicht an den Zombies aus, das wäre Verschwendung. Und tschüss, Zombies. Der glühende Geigenturm. Jetzt gehe ich mal eben erst zu Vulgrim, wenn er mich lässt. Damit das ankotzt, dass ich immer so weit laufen muss. Dass er das nicht speichert. Wieso auch immer. Oder? Das ist auch gut für mehrere Gegner. Oder für Gegnermassen. Ich kann aber ein bisschen schießen. Das hat jetzt sich hochgezogen. Ja, ich habe den gerade hochgezogen und dann in der Luft abgeschossen. So. Das kann ja nicht wahr sein. Hier, der hat immer... So. Hat er die Kiste auch nicht genommen? Ist sie da unten auch noch immer? Ja, muss ich dann nochmal da unten hin? Ja, bis bald. Dann springe ich da mal eben nochmal unten hin. Komm, ich es diesmal ein bisschen schneller schaffe. Ja. Ja, super.
Racker ich mich hier ab und er speichert halt nicht mehr. Wie viel haben wir jetzt davon schon? 5, also die Hälfte. Das ist eigentlich relativ gut. 5 ohne komplettes Suchen. Also ich wusste ja natürlich schon einige. Aber ohne richtiges Suchen, wie am Ende das sein wird, ist das schon relativ gut. So, wo ist er denn? Da ist er. Hallo. Hast du dich amüsiert? Krieg und der schwarze Hammer. Mein Taubenrupfen. Du siehst viele Dinge von deinem Gefängnis aus, Samael. Es gibt nur wenig, das du von mir verbergen kannst, Reiter. Wenn ich mich für etwas interessiere. Und was weißt du über Uriel? Ups, da war wohl mein Mikro aus. Über diesen irdischen Belang. Naja, ich habe glaube ich nichts Interessantes gesagt in der Zeit. Getötet habe. Die Höllenwache hat ihren gefallenen Fürsten und Anführer verehrt. Und Uriel. Manche sagen, dass ihre Bewunderung nicht nur beruflicher Natur war. Sie macht vor nichts Halt, um den Verantwortlichen zu bestrafen. Ich habe gegen den Dämonen gekämpft, der Abaddon getötet hat, und er wird bestraft. Straga ist der Stärkste der Auserwählten. Kein Zweifel, dass du ihm erneut begegnen wirst. Er bezieht seine Macht aus dem Turm und bleibt ihm daher nicht zu lange fern. Mit allem, was ich dich gelehrt habe, überlebst du vielleicht sogar die Wiedervereinigung. Wessen Herz willst du haben, Dämon? Der Stygian ist der König der alten Würmer, die nun im Ascheland eine Plage sind. Es wird nicht einfach. Die Würmer gedeihen gut auf solch fruchtbarem Boden. Fruchtbar? Fruchtbar durch den Tod. Oh. Das ganze Land ist damit bedeckt. Die Asche der Toten. Aber du könntest Glück haben. Anscheinend haben ein paar irre Dämonen damit begonnen, die Würmer zum Vergnügen zu fangen. Und sie jagen auch andere Kreaturen. Die stärksten davon lassen sie in grausamen Arenen kämpfen. Cool. Die Dämonen wollen den Stygian zähmen. Und sie wissen nicht einmal, dass in diesem Monstrum das Herz eines der Auserwählten schlägt. Wie weichen die Dämonen den Aschewürmern aus? Kennst du die Chronosphären? Ein Geschenk der Alten. Es heißt, dass man die Zeit selbst bändigt, wenn man eine Chronosphäre bändigt. Man kann dann die Zeit anhalten und sogar vor- und zurückbewegen. In der Tat. Von den alten Meistern existiert keiner mehr. Aber die Dämonen haben gelernt, mit den Chronosphären umzugehen. Bis zu einem gewissen Grad. Ich gewähre dir ein Grundwissen über die Chronosphäre. Es ist nicht viel. Aber vielleicht reicht es, um den Würmern auszuweichen. Vielleicht? Vielleicht auch nicht. Was ist in diesem Leben schon sicher, Reiter? Abgesehen von unserem Wort, natürlich. Ja, ich muss mich nochmal ganz kurz entschuldigen, dass mein Mikrofon aus war. Ich weiß jetzt nicht genau, seit wann das aus war. Chronomant, ein Chronosphärenregieren auf Kriegsgegenwart. Ziehen sie deren Energie, um die Zeit vorübergehend zu verlangsamen. Ja. Also ich habe diesen Angriff gelernt, der ganz gut ist. Dann habe ich mir die Heimsuchung geholt, das habt ihr ja gesehen. Und kurz aufgebessert. Und dann bin ich gerade eben zu Vulcan gelaufen da vorne, um meine Position endlich mal zu speichern, um nicht immer durch das Haus laufen zu müssen. Und was war das noch? Ach ja, ich habe die Kiste von da unten wiedergeholt. Das habt ihr alles gesehen. Nur mal eben kurz Revue passieren lassen nochmal. Wir müssen jetzt in ein Wüstengebiet. In die Wüste der Toten oder so. So hat er das, glaube ich, genannt. Wir müssen dort das nächste Herz holen. Und zwar das von Straga. Einem riesigen Wurm. Nett. Komm, können wir von hier schon welche abschießen?
Ja, die Pistole macht nicht allzu viel Schaden. Das hätte ich vielleicht gerade schon bei dem lieben Wurgem aufbessern sollen. Ja, hätte, Fahrtkette. Ne? Zack. Au. Was macht denn ein Zombie hier? Zack, kaputt. Und dann geht's hier weiter. Und gleich neue Seelen, das ist gut. 5000 brauchen wir, glaube ich, um den Schaden von der von Gnade aufzubessern. Also von der Pistole hier. Oh, wie viel halten denn sogar Zombies aus? Wir müssen die auf jeden Fall ausbessern, bevor wir gegen den Wurm antreten. Weil ich dafür die hier brauche. Und dann ist es besser, glaube ich, wenn man da ein bisschen mehr Schaden mitmacht. Als jetzt so.